unerwarteten, sehr erfreulichen Gast heute hier, der ein paar Worte an euch richten möchte. Und einige von euch und wahrscheinlich die meisten sogar kennen ihn von seinem Video, das er direkt nach den Kölner Vorfällen bei Facebook gepostet hat. Herzlich willkommen, der Serge aus Essen. Check, check. Schönen guten Abend. Hey! Ich sagte schönen guten Abend. Hey! Sehe ich aus, als wäre ich deutsch? Nein. Wer sagt denn, dass ich deutsch bin hier? Hände hoch. Einige, das ist schon mal sehr gut. Also darf ich bleiben. Es gibt einen Grund, warum ich heute hier stehe. Ich habe es mir sehr, sehr, sehr lange überlegen müssen. Die Gründe sind bekannt, selbst meine Frau hat sich die Sorgen gemacht. Wie, du gehst zu Pegida? Hast du sie noch alle? Ich wurde bleich im Gesicht und dachte mir, okay, schwarz ärgern ist auch schlecht. Und ich habe eine Entscheidung getroffen. Ich werde gleich auch sagen, warum ich diese Witze mit euch mache. Es gibt zwei Möglichkeiten, die wir gemeinsam haben, für ein besseres Miteinander zu sorgen. Es gibt nur diese zwei Möglichkeiten, deshalb stehe ich hier. Wir können einander mögen oder wir können einander hassen. Der Grund, warum ihr aber alle hier steht, ist eigentlich nur ein einziger. Ihr wollt in Freiheit leben, ihr wollt euch keine Sorgen mehr machen brauchen und ihr wollt das Gefühl haben, dass dieses Land, wo ich als Gast bin, immer noch euer Land ist, richtig? Ja! Ist das richtig? Ja! Der einzige Grund, warum ich hier stehe, ist, weil Deutschland von Anfang an bereit gewesen ist, alle Steuerzahler, die in diesem Land ihre Steuern zahlen, mir zur Verfügung zu stellen. Ich wurde hier aufgenommen, ich durfte zur Schule gehen, ich durfte einen Sportverein besuchen und ich durfte eine Familie gründen. War das richtig? Ja! Ich frage nochmal, war das richtig? Ja! Also, wenn ich als Quotenneger hier stehen darf, ich sage euch gleich, warum ich so rede. Wenn ich hier mit 38 Jahren stehen darf, nach mehr als 25 Jahren hier in Deutschland, dann glaube ich, dass es nie sein kann, dass Deutschland rassistisch ist. Jawohl. Ist das richtig? Ja. Ich habe einen Wunsch. Und diese Message habe ich gerade der Barbara gesagt, die steht hier vorne. Applaus für diese Dame bitte. Yeah. Denn sie war diejenige, die mich bei Facebook angeschrieben hat und gesagt hat, hey Serge, komm vorbei und schau es dir an. Da habe ich gedacht, verdammt nochmal, da sind die ganzen Skinheads, ey, die prügeln mich doch platt. Da habe ich mir Videos von Pegida angeguckt, ich habe geforscht. Und habe mir gedacht, vielleicht ist es doch nicht so. Der Grund, warum ich hier stehe, ist für den normalen deutschen Bürger. Jawohl. Der im Grunde genommen nur eins möchte. Er möchte hart arbeiten, er möchte seine Steuern zahlen. Aber er möchte auch sicher gehen, dass er seine Rente genießen darf. Ist das richtig? Ja! Und er möchte sicher gehen, dass seine Kinder in Ruhe, ohne Sorgen aufwachsen können. Ist das richtig? Ja! Also habe ich eine Bitte an euch. Meine Message lautet ein besseres Miteinander. Diese Message kennt keine Farbe. Diese Message kennt keine Religion. Seid ihr damit einverstanden? Ja! No, no, no. Seid ihr damit einverstanden? Ja! Denn das ist für mich wichtig. Denn wenn das nicht der Fall wäre, würde ich sofort gehen. Weil Hass ist nicht das Ziel. Ich gehe gerne Döner essen. Ich gehe auch gerne zum Pizzamann. Ich esse aber auch gerne, was heißt, Achse? Schwanachse? Ja. Mit Knödel? Ja. Lecker, oder? Ja. Leute, es funktioniert. Ich möchte nicht, dass ihr stigmatisiert werdet, denn genau das passiert. Ich komme aus dem Kongo und glaubt mir, die Scheiße ist am Dampfen, sonst wäre ich nicht hier. Also ich bitte euch um eins.
kämpft weiter für eure Ziele. Aber diese Ziele müssen sauber sein. Eine gemeinsame Richtung nach vorne, nur so kann man was erzielen. Seht ihr das genauso? In meiner Tasche habe ich einen deutschen Pass. Und ja, seid sicher, der ist echt. Ich wurde auch schon mal von den lieben Herren, die da stehen, danke für eure Arbeit an der Polizei. Ich wurde auch schon mal kontrolliert und der wurde dreimal umgedreht. Und da sagt dem Beamten, der ist echt. Aber voller Stolz. Ich habe es voller Stolz gesagt. Wisst ihr warum? Auch ich war ein Flüchtling. Und es gab nur zwei Möglichkeiten. Serge, du darfst bleiben oder du musst gehen. Nur diese zwei Möglichkeiten gab es. Und ich gehöre zu den Millionen, dem das geschenkt wurde. Mir wurde eine Chance geschenkt. Und warum ich hier bin? Um etwas zurückzugeben. Bravo. Deshalb bin ich hier. Weil ich etwas zurückgeben möchte. Weil ich nicht möchte, dass meine christlichen Brüder mit meinen muslimischen Brüdern einander bekämpfen. Ist es richtig? Ja. Dann war es die richtige Entscheidung, heute hier zu stehen. Was ich gerne gemeinsam mit euch schaffen möchte, ich weiß, meine Frau wird mich umbringen, wenn ich nach Hause komme. Aber ich möchte eine Sache schaffen. Ich möchte eine Sache schaffen. Einigkeit. Einigkeit. Gemeinsam sind wir stark. Ich alleine kann es nicht. Ein einzelnes Video mit 3 Minuten und 27 Sekunden hat mittlerweile mehr als 50 Millionen deutsche Bürger erreicht. Ist das gut? Ja. Ist das gut? Ja. Okay. Ich verspreche euch, wir werden uns wiedersehen. Es wird mir langsam kalt, ich bin warm mit Temperaturen gewöhnt, Entschuldigung. Ich habe eine Bitte, so wo ihr alle stehen, ich möchte symbolisch eine Sache machen. Ich möchte, dass wir die Faust nach oben heben. Gemeinsam! 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 Lauter, gemeinsam! Gemeinsam! Ich wünsche euch einen schönen Abend, danke. Was ist los?